Hallo Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part von Fire Emblem. Ja, wir befinden uns noch im Wassertempel von den Black Fang. Und was sollen wir so sagen? Es geht hier doch wieder immer noch lustig ab. So, immerhin eine Sache, die schön ist. Wir haben diesen netten Herren hier mal in den Stillstand gelegt. So, und ich würde schon mal sagen, ich kann mir auch nicht entscheiden, was ich sagen will. Ich würde sagen, wir schalten schon mal den hier aus, weil erstens mal Luma fies ist und außerdem der mich hier behindert. So. So, schön ausgewichen, Florina, das ist sehr schön. Gut, ich glaube, dass ich sie heilen können. Vielleicht wird das schon wieder zu gewagt. Mal gucken. Hätte ich sie heilen können? Ja, hätte ich, okay. Aber gut, man weiß ja nie. So, mein Ziel ist nämlich, dass ich erstmal sie hier dazu bringe, ihr blödes Gewitter mal einzusetzen, weil mich das auch ziemlich aufregt. So, wir müssen natürlich noch mit den anderen hier mal mitkommen. So, ich würde sagen, Hector, du nimmst ihn mal mit. So, damit der ein Stückchen nochmal weiterkommt. So, nehmen und absetzen. So, und du gehst dann noch ein Stückchen nach vorne. Genau, super. So, Raven kommt natürlich mit. Und Heath auch. Kannst natürlich schön über den Fluss da gehen. Fluss natürlich. Hast du schon... Ach, du hast sogar auch schon den Delphi-Schild. Das ist ja nice. Oh, du musst geheilt werden, sehe ich gerade. Ja, dann würde ich mal sagen, setzen wir mal Purgativ ein. Weil das ist mir dann doch sicherer. Oder muss da auch einer geheilt werden? Nö, nicht unbedingt. Okay, dann kommt Candace natürlich mit. Ja, und dann würde ich sagen, setzen wir Purgativ ein auf Messio, weil das soll uns ja natürlich nicht abkratzen. Weil das endlich soweit sein wird, dass er ja in diesem Kapitel hier seinen Weiterentwicklungsgegenstand bekommt. Voll spät. Naja, gut, kann man nichts dran ändern, ist halt so. Genauso eigentlich wie Ellie Wood. Der entwickelt sich erst im nächsten Kapitel. Das ist auch echt... Na gut. Kann man nichts dran ändern. So, jetzt muss ich natürlich nur mal gucken hier, dass diese blöden Wyvern-Ritter hier nicht dahin kommen. Oh, und ich würde vielleicht schon Candace hier da nicht hinstellen sollen. Naja, egal. Egal. So, ihr stellt euch auch mal ein bisschen näher hier hin, aber auch nicht so weit. Weil, wie gesagt, ein Gewitter von der und das tut weh. So, ich würde mal sagen, aber ich glaube, sie wird sich nicht bewegen. Deshalb müssen wir ein Stückchen näher noch kommen. Aber gut. Ja, das kannst du erstmal sein lassen. Das bringt nämlich gar nichts. Ach. Ja, natürlich. Ein Giftschwert. Waffenlevel erhöht. Nice. Ich glaube, du hast jetzt volles Rang, ne? Ja, schön. Ja, das ist natürlich gut. Sie können ja ruhig auf Dorcas gehen. Das ist natürlich auch so geplant und gewollt. Weil der ja mit seinem Bogen noch weiter trainieren soll. Aber wie gesagt, das mit Dorcas regt mich schon wieder ein bisschen auf. Dass das ausgerechnet jetzt passieren muss. Naja, egal. So, da ist dieser komische Berserker-Typ. Und deshalb freue ich mich schon, wenn hier endlich die Verbindung besteht. Weil dann werde ich unbedingt mich zu dem hier hinbegeben. So, Moment, natürlich aufpassen hier. So, ich würde mal sagen, unsere... Ja, 20 Resistenz. Also ich bitte euch, das wird wohl dann nichts passieren. So, deshalb werde ich sie mal schön in die Nähe... Moment, aber vorher natürlich nicht in die Reichweite dieses netten Herren, dieses netten Freundes hier. So, damit sollte sie ja wohl den Blitz dahin angehend einsetzen. So, Matthew kommt natürlich mit, genauso wie hier. Wir wollen ja nicht irgendwie, dass da gleich der Boden unter unseren Füßen weggeht. Und ich möchte das ja auch machen, damit ich von ihm hier den, die Engelsrobe klaue. Eigentlich könnte ich ihn ja schon längst killen, aber das möchte ich nicht. Weil ich, wie gesagt, erst die Engelsrobe noch haben möchte. Nämlich auch ein schickes Item. Was hast du? Y-Wasser natürlich. Y-Wasser. Irgendwer ja gut. Jafar. Sie hat auch wenig Platz. Keiner hat hier so wirklich Platz. Okay, dann darf er mal mit seinem Eisenbogen diesen Wyvern besiegen. Diesen Wyvern-Ritter. Ja, aber leider kein Level ab. So, dann würde ich mal sagen, werde ich mal Dorcas hier hinsetzen mit seiner Stahl... oder... Ja gut, vielleicht ist es normal. Ja gut, dann nimm deine... Moment mal, oder?
Oder, genau. Ja, wobei, ich hab's mir anders überlegt. Du greifst mit der Stahlaxt den hier an und besiegst den. Macht einen Schaden. Nur jetzt sollte ich vielleicht Kennis da, oder? Wobei, komm, das sind auch Schwächlinge da unten. Das sind doch hier auch Schwächlinge, einfach nur normale Ritter. Also vor dem hier hätte ich schon Angst haben müssen, aber vor denen nicht wirklich. Stelle ich ihn hier hin. Ja, ist okay. So, dann kann Roy... wieso sag ich jetzt Roy? Es ist der im anderen... Ach Gott, egal. Vergesst es, du tauschst mal das Antidot mit dem Heilmittel, genau. Roy ist Elliewoods Sohn und Elliewood und Roys Vater ist Elliewood. Warum ich darauf komme, keine Ahnung. Vielleicht, weil ich das dir gerade die ganze Zeit nebenbei spiele. Und das war geplant. Ich nur 11 ab. Lord Nergal wird sich eure Quintessenz holen. Nur den wenigen Auserwählten ist es gestattet, weiterzuleben und die neue Welt zu genießen. Zu Gesicht zu bekommen. Perfekten Wesen. Wesen wie mir. Ja, und das wird auch der Grund sein, warum du auch noch sterben wirst. Du, 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 du. Ja, das bringt natürlich auch so viel, wie nämlich überhaupt nichts. Und ich würde sagen, da wird unser Sane... wie komme ich jetzt auf Sane? Das ist Dorcas zum Teufel. Ja. Okay, ich sag mal nichts dazu. Okay, die Brücken. Ja, die Brücke ist da gekommen. Okay, wunderbar. Okay, wunderbar. Hier ist die Brücke gekommen. Okay, Matthew... Ja, er kommt dahin. Super. Du hast aber nicht so viel Platz. Ja, komm, wir schmeißen das Weihwasser weg. Das brauchen wir nicht mehr wegwerfen, ja. So, dann. Stehlen. So, wir wollen nämlich die Engelsrobe haben. Vielen Dank. So, und jetzt kommen hier wieder ein paar Idioten, die meinen, sie sind die geilsten. So, ich würde mal sagen, das ist was für Lynn und die darf mal mit ihrem, ja komm, setz mal dein Manikati ein. Oh, und dann natürlich auch noch ein Crit. Oha, ja, bei Banditen ist bei Lynn nicht Kirsch, gut Kirschen essen. Das hat der wohl gespürt. Dum, 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 dum. So, ist jetzt nur blöd, dass die alle so ein bisschen wechseln, aber egal, passt schon. Wurfball, der hier ist auch weg. Du, 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 du. Mit Heath werde ich gleich diesen, diesen Mönch dann da killen, weil der kann ja eh nichts mehr machen. So, dann würde ich sagen Raven. Ne, oder Dorcas, genau. Du da, nein, das ist nicht Dorcas, das ist Hector. Du darfst mit deinem Stahl, mit einer Meisteraxt den hier umbringen. Bumm. Ach, wie süß. Aber leider keinen kritischen Treffer. Naja, egal, kann man nichts machen. Hauptsache ist, dass er ein Level Up hat. Weil er muss ja auch noch nachlegen. Hat gerade erstmal Level 2. Und wir sind schon bald beim Ende. Also das ist... Muss noch einiges an... Gibt noch einiges an Nachholbedarf. So, Raven, du gehst mal... aber vorsichtig natürlich. Ah, naja, gut, sie kann ja natürlich nicht den äußersten Rand machen. Also ich denke mal... oder wobei... Jetzt ein bisschen unsicher. Na komm. Und selbst wenn, entweder war ich da aus oder ich habe jetzt gelitten. Ja, Eisenschwert, perfekt. Du bist tot. Tja, erstmal war die Stille nicht gut für dich und dann auch das Ende nicht gut. Schade, mein Bester. Schade, schade, schade. Und dafür gibt es ein Level-Up für Heath. Oh, er hat auch schon Level 7 und oh, 47 KP. Das ist ganz schön viel. Und du, dir geht's auch nicht so gut, wenn ich das so sehe. Dann würde ich mal sagen, darf unsere Sarah mit Purgativ dich mal heilen. Aus der Entfernung. Das ist schon viel, viel besser. So, dann würde ich mal sagen, gehst du mal dahin einfach mal. Ja, jetzt kommen hier noch ein paar Idioten. Dann würde ich mal sagen, du gehst mal dahin und setzt mal dein Antidot ein. Geile Animation. So, dann darfst du mal mit deinem Bogen den hier perfekt ausschalten. Dorcas. Sehr nice. Du, 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 du. Level up. Oh, der hat auch schon Level 11. Das ist nice.
So, und dann darf Dorcas... Ja gut, was heißt nice? Das habe ich ja sowieso gemacht. Darf sich Kenneth um den hier kümmern. Mit Flux. Oh, da haut er auch ganz schön gut rein. Ach, die drei hätte man doch auch wieder geben können. Naja, egal. Egal. Ich finde, es läuft ziemlich. Also, wir haben schon mehr als die Hälfte haben wir schon geschafft. Und außerdem diesen blöden... Ja, perfekt. Diesen blöden, Berserker-Mönch ausgeschaltet. Ja, wie gesagt, sie kann ja ruhig gerne weiter auf unsere Florina gehen. Das macht mir überhaupt nichts. Mich ganz im Gegenteil, das finde ich sogar richtig gut. Soll das ein Witz sein? Ja. Ich frage mal nicht nach, was das bringt, warum sie nicht auf Lynn gegangen ist. Das hätte eher viel mehr Sinn gemacht, aber... Naja, muss sie ja wissen. Kein Schaden. Tja, mein Bester. Oh, ein Heilmittel gestohlen. Oh, jetzt fühle ich mich aber richtig schlecht. Oh mein Gott. Okay. Tja. Aber kein Problem. Ja, wie gesagt, hatte dann halt mein Heilmittel gestohlen. Von mir aus. Ich brauch's eh nicht, wenn ich ehrlich bin. Wir haben, glaube ich, noch genug im Inventar und selbst wenn. Also daran wird es uns wahrscheinlich nicht mangeln. Vor allen Dingen, wenn wir uns sowieso heilen können. So, das darfst du mal machen, Erk. Ja, Feuer reicht dicke aus. Da brauchen wir nichts anderes. Ja, vor allen Dingen auch noch einen kritischen Treffer, der völlig unnötig ist. Aber gut, Erk, mach was du willst. Solange du die besiegst, ist mir das eigentlich egal. So, wer steht eigentlich kurz vor einem Level ab? Eigentlich würde ich ja sagen, na gut, er kommt da auch noch nicht so hin. Ja gut, dann würde ich sagen, soll das auch hieß, Mann. Na gut, der hat gerade erst ein Level ab. Na gut, dann macht das Zane eben. Ja, und deine Eisenklinge. Das reicht auch. Oder auch nicht. Ja gut, dann hast du es nicht anders gewollt, dann muss halt eben richtig weggefetzt werden, weil noch ein Heilmittel sollst du dann auch nicht mehr klauen. Eins reicht. Langspeer, ja, ich habe keinen Bock, dann meine Meisterlanze für aufzuopfern. Solche Items, solche Waffen sind kostbar. Ah ja, stimmt. Wäre wahrscheinlich gut, wenn du erstmal hierhin mitgehst, weil Elliewood kann ja auch die Truhe dann holen. So, dann lass mir mal den hier kommen und dann darf sich mal unsere Sarah da darum kümmern. Was hast du denn? Silberbogen. Naja, gut, das ist eigentlich weniger so was Gutes. So, dann würde ich mal sagen, darfst du dich mal um den kümmern aus Winde mit deiner Kettenaxt? Ja, ausgewichen. Das bringt natürlich gar nichts, mein Bester. Mal mit so einer geilen Kettenaxt. Und Level up. Ja, nice. Alle relevanten und Waffenlevel erhöht, das ist doch perfekt. Unser Orswin macht sich auch, wenn man das so sagen kann. Ja, Dorcas haut den hier wieder weg. Vor allem, weil wir einen Eisenbogen haben oder viel mehr Schaden machen als der mit seinem Stahlbogen. So, und dann würde ich sagen, darf sich Kenneth mit Flux um den hier kümmern. Und den hier ausschalten, damit er auch noch ein Level abbekommt. Auch in einem Zug. Nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Da hauen wir richtig rein mit unseren Trüppchen. Naja, aber wir haben ja noch eine ganze Menge vor uns. Wenn man das so sagen kann. So muss irgendwie geheilt werden. Nö, nicht unbedingt. Na gut, Hector vielleicht. Aber naja, komm. So, ich würde mal sagen, dann kann sich unsere Florina... Ja, die kann sich ja schon mal um den hier kümmern. Mit diesen Piraten hier. Ja, das ist perfekt. Damit wir auch keine blöde Giftaxt wieder noch haben müssen. Außer das war jetzt ein Fehler und diese Vivian-Ritter, die da rechts oben sind, die kommen jetzt. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nee. Boah, aber gerade so. Gerade so. Ja, und selbst wenn.
Selbst wenn, die hätten mich nicht umgebracht. Also wenn da wäre so ein Wyvern-Lord, dann eventuell. Aber so nicht im geringsten. So, sonst noch irgendwas hier? Nö, ich würde sagen, dann können wir die nächste Runde starten. Ja, kannst es gerne natürlich wieder versuchen, meine... Na, Freundin kann ich nicht sagen. Diese dumme Sonia. Na gut, da muss ich ja nichts mehr zu sagen. Ihr wisst wahrscheinlich alle, wie... ja, wie dumm sie ist. Ja, der hat natürlich auch nichts zu sagen. Der ist sowas von weggefetzt von dunkler Magie. So, war es das? Ja, es war's. Oh, ein paar Brückenteile kommen neu und setzen sich anders um. Okay. Boah, gerade so hat es gepasst. So, dann würde ich mal sagen, holen wir uns mal diese lustigen Wyvern hier auf den Hals. Nein, nicht auf den Hals, aber... Die sollen natürlich auch mal ihr Fett wegbekommen. So, ja gut, ich lass mal nur den hier kommen. Den anderen kann ich noch nicht kommen lassen. Das soll nämlich Hector machen. Der hat es nämlich dringend nötig. Von der wird er auch nicht angegriffen. Okay. So, wie viel hat sie denn noch? Zweimal, okay. Jetzt muss ich aber den hier killen. Das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Ich muss jetzt eigentlich den hier unbedingt killen. Schafft das Florina? Mit ihrem Ei... Oh, das schafft sie sogar. Ja, das ist perfekt. Das ist natürlich perfekt. Dann, Florina, ran ans Werk. Das ist natürlich perfekt, wenn du den direkt in einem Zug killst. Gut, da kommen jetzt natürlich auch noch die anderen Idioten, aber die werden schon noch keinen Schaden machen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Oh, Level 15! Boah. Alter, also die wird, glaube ich, definitiv noch bis zum Ende Level 20 haben. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. So, Eisenbogen, perfekt. Vor allen Dingen, wenn es ein kritischer Treffer ist. Geil, geile Sache, Dorcas. So, und ich würde sagen, das soll Sarah machen. Ja, das soll sie auch machen. Mit ihrer Lichtmagie. Blitz. Und noch einen kritischen Treffer, natürlich, was denn sonst? Man hat noch nicht, wer will nochmal, sozusagen. Aber Sarah ist ja sowieso die, die eigentlich so gut wie immer fast krittet. Das ist schon echt nicht normal. So, das passt auch alles immer noch wunderbar. Das ist echt super. Richtig super. Ja, perfekt. Auf in die nächste Runde. Ja, und das war natürlich auch geplant. Daneben, mein Bester. Und schön mit dem Wolfbeil drauf. Und dann auch noch einen kritischen Treffer. So hab ich's gern. Und schon hat er Level 2 geholt. Aber gut, bei so einem Wyvern-Lord kriegt man auch viele Erfahrungspunkte. So KP und Resistenz. Naja, gut, kann man. Ist verbesserungswürdig. Genauso wie der Angriff von ihm hier. Aber gut, geht ja nicht auf Florina, finde ich gut. Oh, der hat sogar getroffen. Respekt. Aber trotzdem kein Problem. Für Dorcas. Ah, da kommen sie schon alle. Und die Nächsten. Die Nächsten im Bunde. Ist ja... Ja, gut. Müssen sie ja wissen, was sie alle machen. Mich beeindrucken sie überhaupt nicht. Und Sarah erst recht nicht. Ach, die hat jetzt nicht angegriffen, ne? Och, das gibt's doch nicht hier, ey. Die regt schon ein bisschen auf. Das muss man mal so sagen. Das muss man echt mal so sagen. So, aber bald ist es ja auch so, dass überall, an einem gewissen Zeitpunkt, überall alle Brücken erscheinen und dann für immer bleiben. Das wird echt auch notwendig sein. Das Blöde ist nur bei diesen drei Truhen, die da ganz oben sind. Diese Brücke kommt leider erst ganz spät. Ja. Welche Runde sind wir denn? 13, okay. Ich glaube, das dauert dann wohl noch ein bisschen. So, du gehst mal dahin. Hättest eigentlich heilen können, aber von mir aus. Dann nimmst du deine Stahl... Oh, der hat einen Hammer. Na komm, der hat aber eh nichts drauf. Der hat eh nichts drauf. Auch wenn er einen Hammer hat. Und er eigentlich effektiv gegen Dorcas ist. Gut, hätte ich eine Lanze genommen, dann wäre es wahrscheinlich schmerzhafter geworden, aber so nicht im geringsten.
So, ja, was machen wir hier? Ich traue mich eigentlich weniger dahin zu gehen. Deshalb sammle ich die jetzt erstmal alle hier oben hin. Und werde mich dann mal kümmern, die hier zu bashen. Vielleicht wäre es noch eine... Naja, ich weiß nicht, wann die Brücke kommt, deshalb. Und gleich ist auch wieder soweit, den Part zu beenden. So, ich würde sagen, ich mache noch einen Zug, dann lassen wir den Gegner noch einmal ziehen und dann ist es auch wieder für diesen Part. Vielleicht der letzte, dann den ich mit meinem PC aufnehme, meinem neuen. Mit meinem alten natürlich, meinen neuen habe ich ja noch nicht. Ja, und wir dürfen das Antidot einmal lustig weiterreichen. Was soll das bringen, mein Freund? Soll das irgendwas bringen? Muss mir mal erklären, was das bringen soll, weil... Das bringt nämlich eigentlich gar nichts. Ja, greif ruhig Dorcas an, von mir aus. Tu, was du nicht lassen kannst. So. Bam. So, dann darf mal Serra mit Blitz den hier besiegen. Mit seinem blöden Giftschwert. Das ist das Dümmste von allen, könnte man so sagen. Serra, Level up. Ja, auch Level 13, auch ganz schön stark mittlerweile. So, dann, kommt da irgendwer hin? Kommt dieser Myromidon da hin? Nein, kommt er nicht. Okay, dann kann ja Roy... das ist Eliwood, nicht Roy. Zum Teufel. Darf der nämlich sich die Truhe da gleich öffnen? Du nimmst mal deine Stahllanze und machst den hier weg. Damit dann gleich der Myromidone auf Lorina geht. Weil der kann ja auch nichts. Und wenn, weicht Florina sowieso aus. Könnte ich mir vorstellen. So, ich denke mal... ist mir zu riskant. Machen wir das mal so. Pflege auf Dorcas. Und er darf dann gleich das Antidot benutzen. Was er von... Von unserem Orswin bekommt. So, Antidot. Ja, tauschen wir es mal für das Heilmittel. So, dann stellst du dich mal dahin. Ich weiß ja nicht, ob da noch gleich irgendwer kommt. So. So, wo hat man denn solche lustigen Sachen mit? So, ja, nächste Runde direkt. So, jetzt hat endlich diese Sonia, endlich ihr blödes Drecks Gewitter weg. So, jetzt müssen wir da keine Sorgen mehr haben. Das nervt nämlich. Ja. Ach, der Lanzenmeister. Das ist ja mal natürlich auch mal schick zu sehen, aber als ob mich das beeindrucken soll. Lanzenmeister. Oh, jetzt kommen sie nicht hin, aber gut, wir haben jetzt Florina wieder frei. Sie kann nichts mehr machen, hier unsere lustige Sonia, deshalb können wir die jetzt retten. So. Dann würde ich sagen, schick mir mal Heath auch nach unten. Na, oder wobei... Oder sollen wir ihn hier hinschicken? Ja, vielleicht mache ich das so. Vielleicht schicke ich schon mal beide von denen hier hin. Genau, ich mache erstmal schon mal, dass ich mir den hier hole. Was hat er denn? Ach, nur eine Stahllanze. Ja, da muss ich ja nichts zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Eine Meisterlanze. Da wird er weggehauen. Oh, gerade so. Es ist nicht mehr so viel hier. Da würde ich auch mal sagen, schnell mit den hier weiter. Purgativ, ja, gut, dann heil gleich mal Orswin. So, dann öffnen wir noch die Truhe hier. Da hörten wir eine Tempofeder. Nice. Das kann man gut gebrauchen. Wenn ich so sagen kann. So, und unsere Serra darf mit Pflege den netten Orswin heilen. Nicht Dorcas. Wie ich die beiden immer irgendwie verwechsle. Schon nice irgendwie. So, ja, Nino muss jetzt leider warten, sich ein bisschen gedulden, bis sie wieder auf festem Fuß steht. So, und die, ja, die können irgendwas machen, was sie wollen. Und nein, ich möchte nicht aufhören. Anna. Einen Zug mache ich jetzt doch noch von der Zeit. Ja. Ach, eine Teufelsaxt, wie süß. Naja, bringt tut's dir ebenfalls wenig. Teufelsaxt. Ja, das war natürlich auch geplant. Gut, ich hätte es gerne kritten können, hieß, aber naja, gut. Musst du auch nicht machen, von mir aus. Mach, was du willst. So, ich würde sagen, nächste Runde könnten wir schon das hier abschließen. Ich bin erstaunt. So, ich werde jetzt aber noch alle hier eben
auf sicheren Boden wieder retten. Vor allen Dingen, weil ich auch denke, dass hier wieder irgendwelche blöde Verstärkungen kommt. So, dann kann unsere Florina gleich noch ihn hier heilen. Ja, ja, und hier, keine Ahnung. Ja, wir können schon wieder den Zug beenden. Dann mache ich das auch noch. Es kommt keine Verstärkung. Okay. Okay, dann machen wir das so. Nehmen und bringen und absetzen. Sehr schön. Ja, keine Brücke hier. Gut. Gut, damit danke ich euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Fire Emblem, wenn wir dieses Kapitel abschließen und dieser Sunir endlich ihr wohlverdientes Ende bereiten. Null Glück. Pff. Oh mein Gott. So, also euch noch, wie gesagt, einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss.